Gertrude. Ja, oder so ähnlich heißt sie. Riffle-Flair. So heißt sie. So. Gut. Genau, hier ist der Tempel, den ich neu gebaut habe. Warte mal. Wohlstand aus Unterhaltung bringt hier nichts. Da habe ich ja nicht. Und Forschungsrate ist immer gut. Ich glaube, ich pushe hier auch die Forschungsrate. Das ist natürlich auch gut. Mit Wohlstand aus allen Quellen. Aber je schneller man bei den königlichen Spartanern ist. Oder bei der königlichen Kaserne. Desto schneller kommt man voran. So, du. Geh mal hier jetzt rein und fang mal. Ja, nee, okay. Ich warte noch eine Runde. Ich will, dass die positiv bleiben, wenn wir rausgehen. Das muss doch machbar sein. So. Bin mal gespannt, wie lange. Ein starkes Volk, versiert im Gebrauch von Reichtum und Macht. Ja, mit dir mache ich das. Ich bin mal gespannt mit Rom. Ah, okay, militärische Entwicklung und dann pushen wir das Militär. So. Gut, du gehst ein bisschen vor und plünderst weiter. Du gehst ein bisschen vor und schaust mal, wie es hier aussieht. Minus 6, das ist gut. Das ist viel. So, mal schauen, ob die dann verhungern, aber ich glaube kaum. Fraktion vernichtet Nivea und Armenien. Oh, interessant. Nabatea steigt wieder auf und Garamanten. Okay. Also alles noch im grünen Bereich. So, dann würde ich sagen, heben wir mal eine zweite Armee aus. Du bist ganz gut. Du bist so lala. Streiter des Olymps. Ja, ich setze mal das Vermächtnis wieder ein. Weil die haben auch ein bisschen Erfahrung gesammelt schon. Ja, hier. Da sind wir schneller Level 2. Gut. Die Schande der Autrisen. Nee, das ist zu lang. Der Bla. Fanboys von Athen. Ja, komm. Passt gerade so rein. Gut. Da, die Fanboys von Athen bekommen jetzt mal wieder 4. 2, 4, 6. 5. Und die restlichen machen wir so. Gut. Jetzt haben wir kein Geld mehr, das ist schön. Ah, wenn die vernichtet haben, okay, alles klar. So als Bonus. Okay, ja, finde ich gut. So als Wimpel. Das finde ich auch richtig cool bei den, oder das war eine richtig gute Armee. Mein Kopf. Das war eine super Idee von den Römern mit der Legionsstandarte. Alter, der hat nur Fernkämpfer. Was ist bei dem verkehrt? Das da ist zum Beispiel für eine Kavallerie-Armee richtig easy. Genau. Warte. Okay, positiv.
plündern. Das finde ich bei den Römern eben richtig genial, was die gemacht haben. Und zwar, sie haben bei der Standarte von der Legion und auch bei den ganzen einzelnen Zenturien immer draufgeschrieben, was die erreicht haben. Und das finde ich richtig, richtig gut. Ja, das hat die natürlich enorm gepusht und auch motiviert, was zu machen. Was aber dagegen richtig übertrieben war, sobald die Standarte verloren ging, also wenn die Einheit, die die Standarte retten sollte oder beschützen sollte, gestorben ist und die Standarte in die Feindeshand gekommen wäre oder auch nur, wenn die Standarte gefallen wäre. Also auf den Boden gefallen wäre und gleich wieder hochgehoben. Das war so eine große Schande, dass derjenige, der dafür verantwortlich war, wenn er Glück hatte, wurde er ausgepeitscht und degradiert. Und wenn er Pech hatte, wurde er gleich mit seiner ganzen Einheit getötet. Und das ist halt dann schon ein bisschen heftig. Also, naja. Da sieht man ja, was für einen Wert die Römer in diesen Standarten und vor allen Dingen, was für einen Aberglaube sie für den goldenen Adler hatten. Also, wenn die ganze Legion ausgerückt ist, haben sie ja die Standarte mit dem goldenen Adler geholt. Der goldene Adler war für die wie. Für die Christen, ich übertreibe es jetzt noch einmal, der Heilige Gral so ungefähr. Und mit einem fetten Gottesdienst oder Götterdienst, sag ich mal. Also mit ganz viel Opfern und so weiter haben sie dann geschaut, dass die Götter den Krieg wohlgesonnen waren. Und wenn die Schlacht, also das kam 3 oder 4 Mal vor, also was wir wissen heutzutage, was überliefert wurde, war, als die Schlacht verloren ging oder am Verlieren, als die Legionen am Verlieren waren, haben sehr viele Generäle zu ziemlich drastischen Maßnahmen gegriffen. Genau. Und zwar haben sie den goldenen Adler dann in die vorderste Front gestellt. Und dann haben natürlich alle Legionäre gesehen, Scheiße, da ist unser goldener Adler und da gleich daneben ist der Feind. Und sehr viele haben dann so, also sehr viele Historiker gehen dann auch davon aus, dass sich die Legionäre selbst in Blutrausch gebracht haben und wie Berserker dann losgegangen sind. Und das Krasse war, jedes Mal, wenn das passiert ist, wurde die Schlacht eben noch gewonnen. Und das ist halt. Das finde ich so krass, also wenn man das liest und die ganze Armee so dahinter ist, dass irgend so ein goldenes Ding, wenn das in die feindlichen Hände gerät, dann sind wir tot, so ungefähr. Das ist schlimmer als der Tod und einfach all in. Das ist so krass. Naja. Komm, lass mich euch reden hören. Ich warne euch, Kriecherei und Nettigkeiten bekommen mir nicht gut. Ah, kannst du mich bitte beleidigen? Der ist so höflich. Ah, wie steht's mit dir? Trag eure Anliegen gut und schnell vor. Sprecht ihr schlecht oder langsam, verfüttere ich eure Zunge vielleicht an die Hunde. Gut, danke. Schau, der macht's mir einfach. Der macht's mir einfach.
Gut, wir machen mal Hinterhalt. Warte, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Warte, wo kann man das nochmal sehen? Warte mal, mach mal keine. Hier Hinterhalt ist 25%. 55. Der hat eine Full-Stack-Armee da. Aber es ist eine Stadt ohne Mauern, das heißt, wir gewinnen. Nachtangriff? Okay. Meine Einheiten sind noch nicht gut geskillt, sodass der Nachtangriff gerade 10 macht. Wobei, warte mal. Okay, Pyrosieg. Hoch, hoch und sehr hoch. Jedes Mal so um die 40% Überlebende. Jetzt machen wir euch hier mal. Okay, hat sich wirklich nicht geändert. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir wirklich so schlecht abschließen. Die bronzenen Bären. So, trocken ist wunderbar. So, da würde ich sagen, gehen wir mit denen hier hin. Mit denen gehen wir hier hin. Die kommen hier hin. Die kommen hier hin. Hier hin und der kommt auch hier hin. So. Auf, los geht's los. Es geht doch nicht los. Gut, Moment. Wie, okay, es hat rum, okay. Gut. Es wurde beendet. Gut, ja. Weil ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Also das liegt auch nicht an meinem PC. Das war mit meinem alten PC auch schon manchmal. Aber ja, automatisch gespeichert. Ja, gut, dann erklären wir einfach nochmal den Krieg. War ja schön. War ja wunderschön, so einen Krieg mal zu erklären. So, wo waren wir da? Genau. So. Oder? Warte mal. Ich bin sicher, ihr habt viele Nettigkeiten für mich, aber bitte. Nee, das, genau, der speichert immer kurz. Genau, okay. Gut. Der speichert immer, bevor man die Runde beendet. Und dementsprechend werden wir jetzt die Runde nochmal beenden. Rom sagt nein. Ja, vielleicht sollte ich ja noch nicht Krieg erklären. Genau, hier kommen die Piraten, genau. Gut. Mal sehen. Vielleicht bleiben die mich jetzt. Komm, lass mich euch reden hören. Ich warne euch. Ja, der ist so nett. Ich warne euch, ich kann schmeicheln. Mein Volk hört euch zu. Vergeudet eure Worte nicht. Wir haben Besseres verdient. Ich warte noch eine Runde, weil jetzt war er wieder nett. Warte mal, ich schau noch mal. Warte mal, ich will mal schauen, ob die einfach die ganze Zeit dasselbe sagen. Trag eure Anliegen gut und schnell vor. Okay, nee, jetzt. Es bringt mir nichts, den Tag mit euch zu vergeuden. Okay. Eure Rede sollte mir lieber. Okay, der hat mich jetzt zwei von dreimal beleidigt. Das passt. Gut. So. So. Dann machen wir mal den fertig.
Es ist immer noch trocken, das ist überraschend. So, also die zwei wieder dahin. Die zwei bleiben da. Die vier kommen hier hin. Da habe ich vier hingetan. Und da die restlichen. So. Der kommt dahin. Die hier werden auch in der Phalanx getan. Und let's go. So, die gehen schon, die gehen noch nicht. So, wir haben ein besseres verdient, findest du nicht? Ich kämpfe ja gegen sie, also passt es. Ja, wir haben besseres verdient, ja. Ja, doch nicht ganz so nett. Die gehen mal komplett außen rum. Die gehen mal hier rum, machen da dicht. Die machen schon hier dicht. Die gehen mal komplett hier hin. So, der geht mal dahin und die hier. So. Super. Das ist halt so, also bei einer Feldschlacht könnte der gefährlich werden, aber hier, Spartaner sind halt extrem gut im Nahkampf. Beziehungsweise von vorne sind die extrem gut Moral geboostet, nenne ich es mal. Und dementsprechend ist alles fein. Der geht mal noch ein bisschen vor. Die fokussieren jetzt mal die Fernkämpfer. Unser General wird angegriffen. Und der. Ich habe Piken. Also. Das ist halt ein bisschen. Oh ja, das ist super. So ein fetter Topf, der zusammen gepresst wird. Ihr macht hier zu und hier macht hier zu, macht hier einen Kessel draus. Ihr macht hier einen Kessel draus. Wobei hier kommt schon jemand. Dann hältst du den mal auf. Und ihr kommt hier hin. So. Ja, schön. Das ist doch wunderbar, wie es gerade läuft. Und du wirst mal ein bisschen motiviert. Warte, du gehst mal ein bisschen zurück. Ihr ploppt hier einfach nur. Das tut weh. Wie viel hast du noch? Oh, du hast noch ganz gut was. Jo. Okay, die flüchten, dann Feuer auf den nächsten. Gut, dann geht ihr mal dahin. Die da sind jetzt auch schon alle. Die haben eigentlich hier nicht wirklich eine. Oh, ja, vielleicht hier
Also hier haben sie ein bisschen Chance, die Piken zu töten. Aber frontal haben sie halt überhaupt keine Chance. Und hier kommen jetzt auch schön die, die Fernkämpfer dazu. Und da wird es auch gleich... gleich, ja, da niederliegen, wie man so schön sagt. Die da haben ein bisschen einstecken müssen. Bitte in Gangart. Okay. Warte mal. Hier mache ich mal kurz auf. Aus folgendem Grund, dann kann ich nämlich hier rein und möglicherweise hier das entlasten. Weil die müssen mal... Warte. Ich hole mal die Pikeniere hier hin. Die sind echt gerade am Verzweifeln gegen die keltischen... So, ihr bitte da und ihr verfolgt die, weil die werden bald zurückkommen. Okay, hier passt es noch. So. Sobald, okay. Solltet ihr die nicht verfolgen? Ich meine ja nur, also ich dachte, ich hätte es euch gesagt, aber ihr müsst auch nicht, also das war nur so ein Vorschlag. Die Generäle machen ja nur Vorschläge heutzutage. Weil man kann ja als General nicht sagen, so ja, mach dies und mach das, also was ist, wenn man die Meinung der Untergebenen nicht entspricht. Die Männer wanken. Du bist Spartaner, du. Vanni, ich hab dir gesagt, du sollst rausgehen. Tja, jetzt rennst du, ne? Jetzt rennst du. Tja, hättest mal das sollen tun, was ich sagen hab tun. Machen. Entschuldigung. Gut, ihr seid jetzt hier ein bisschen überflüssig. Ihr geht jetzt mal hier rein. Das Problem ist natürlich, von der Seite sind die ein bisschen ungeschützt da. Nein, ihr greift weiter an. Aber du kannst hier reinflutschen. Okay, die... sind ganz in Ordnung da gerade. Okay, hier bitte angreifen. Bitte hier volle Kanne angreifen. Hier mit denen kann ich auch hier in den Rücken rein. Aber warum die jetzt langsam gehen, weiß ich auch nicht. So. Sehr schön. Also ein paar Einheiten sind schon relativ schnell gewankt, sage ich mal. Wobei man muss sagen, dass also die jetzt geflohen ist, die wird noch da bleiben. Also die werde ich nicht verlieren. Ich wüsste mal gerne, wie die KI da 60% der Leute verlieren will. Relativ einfach, wenn sie, also ich weiß nicht,
Bei den ganzen Gefechten stellt sich ja die KI selten schlau an. Die Schlacht wendet sich zu uns. Also es ist ja meistens so, dass die KI hier, die verteidigt, die baut sich halt so einen fetten Pulk auf. Und die Armee, die angreift, also die KI, die geht meistens hier rein. Und wenn es hochkommt, noch hier rein. Und da kann zum Beispiel der Feind auch gut umrunden. Ich weiß nicht, ob das der Feind machen würde. Aber selbst von vorne wäre es fast nicht verlierbar, sage ich mal. Ich meine, das ist ja die Stärke von Sparta, dass sie einfach komplett von vorne komplett stark ist, einfach. Also das ist jetzt echt gemein, was hier passiert, ne? So. Ich lasse die einfach mal ein bisschen laufen, damit die noch ein bisschen mehr töten, beziehungsweise dass die die Erfahrung noch bekommen. So. Gut. Ja, das war's jetzt. Aber meistens macht die KI einfach 500, also zweimal 460 und einmal 500, die Pikiniere. Und die da auch 2-2, fast 3-1-1. Also, es ist halt. Ja, ich habe 900 verloren. Das sind jetzt nicht 60% von meinen. Wie viel hatte ich aufgestellt? 3000. Na, ich hätte einfach auf den Namen schauen sollen. Genau, aber ja.